Hey Leute und willkommen zu diesem endlich mal auch letzten Part New Super Luigi U Deluxe. Ich habe jetzt wieder viele Tage keine Videos hochgeladen. Lag einerseits daran, dass ich nicht da war, keine Zeit hatte. Dafür habe ich aber in der Zeit, wo ich nicht da war, also in Berlin war, die ganzen Mopsies gefangen, die man fangen muss. Und wir spielen jetzt damit das 5. Level im Superstar Boulevard. Irgendwas mit Wanda. Ich hab schon wieder den Namen vergessen, Alter. Ich bin dumm. Oh, scheiße, nein. Nein! Ich bin komplett los. Also, ich dachte, da gibt es schon die nächste Starcoin. Und ja, erstmal tut es mir natürlich leid, dass ich hier erstmal noch mit Peachette spiele und dass jetzt so viele Tage keine Videos kamen, aber das ist halt momentan das Problem. Ich habe momentan halt noch Schule. Wo war die Starcoin, die letzte? Noch habe ich halt Schule, wie gesagt. Und ich glaube, nächste Woche schreibe ich die letzten Arbeiten. Habe jetzt am Wochenende aber nochmal Zeit aufzunehmen, dies, das und dann habe ich jetzt erstmal wieder für ein paar Tage auch, glaube ich, Videos fertig und ja, man wird es vielleicht noch merken, dass ich momentan zu wenig Zeit habe dafür, aber ab nächster Woche geht's dann richtig ab. Wie gesagt, das ist jetzt auch der letzte Part New Super Luigi U Deluxe. Habe, wie gesagt, jetzt die Mopsies schon geholt, die ja einen ganzen Stern ausmachen am Ende zu den 100%, ne? Und jetzt würde ich gerne mal verstehen, wo die letzte Starcoin ist. Ah, hier ist safe, safe, safe ist die hier irgendwo. Bisschen warten. Oh mein Gott, nein! Nein! Ich dachte mir vorhin schon, warum da so sinnlos einfach Münzen sind. Da sind... Oh Gott, da ist so ein Scheißblock. Ja, okay, wir wissen es, aber jetzt wurde... Mopsy versteckt sich jetzt aber nochmal, ne? Ich hab die eigentlich schon gesammelt. Der taucht einfach noch weiter danach auf, ne? Wer ganz... Nee, das muss er eigentlich gespeichert haben. In der ersten Welt hatte ich ihn definitiv und überall. Ich hab ja gespeichert, ich war auch an der Stelle jetzt... Also ich bin gerade, als ich das Spiel neu gestartet habe... war das letzte Mal halt, als ich nach Berlin gefahren bin. Da war ich halt noch hier in der Wolkenwelt da. Ja. Da bin ich jetzt eigentlich auch wieder, als das Spiel gestartet ist, da war ich halt. Also, eigentlich sollte das gespeichert sein, noch alles vorhanden sein, dies, das. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Ich glaube, das geht einfach noch weiter danach. Ich glaube, so war das. Ich hoffe. Sonst habe ich ein Problem. Boah. Ich habe es übrigens nicht geschafft, sonderlich viele Leben mit Luigi zu ergattern, also viele One-Ups, sodass wir weiterhin nicht mit ihm spielen können. Es tut mir leid. Ich habe dann nämlich immer kurz auf Luigi gewechselt, ein paar One-Up-Häuser gemacht, habe ich auch irgendwie komplett verkackt. Dann dachte ich mir so, ey... Komm, jetzt hast du wenigstens ein paar, dann lass jetzt auch einfach. Dann spielst du jetzt auch die Mobs. Also, die meisten sind dann auch direkt schon Mobsies erschienen, so, ne? Okay, da ist nichts. Das ist jetzt bitter. Oh mein Gott! Das ist doch lächerlich. Oh mein Gott. So, Leute, ich habe keine Ahnung, wie viel ich rausgeschnitten habe inzwischen. Wahrscheinlich relativ viel, da ich auf diesem Level nicht mehr klarkomme und mir denke, yo, guckst du dir nochmal ein Video an? Habe ich dann auch gemacht. Okay, jetzt war ich... Ah, ich war einen Ticken zu langsam. Guck mal, jetzt komme ich hier sogar durch. Lel. Es macht halt keinen Sinn. Ich bin vorhin überhaupt nicht durchgekommen. Ich habe nicht geguckt, wo die Starcoin ist, die letzte. Habe ich gedacht, die wäre irgendwo auf dem Weg. Man muss also groß durch das Level durchkommen. Aber
Es scheint sehr wichtig zu sein. Direkt bei dem ersten, man muss komplett durchsprinten. Ich dachte erst, man muss das mit Luigi machen. Ja, das ging auch mit Luigi, habe ich gesehen. Aber man muss scheinbar, das ist sehr, sehr, sehr wichtig scheinbar. Erstmal von Anfang an, mindestens eine Feuerblume oder halt Peach. Also man muss halt nicht nur groß sein, sondern auch noch zusätzlich ein Item haben. Richtiges halt. So, ungefähr so schnell müssen wir jetzt sein oder so einen Vorsprung dem, den Feuerdingern. Damit wir hier perfekt gerade hier durchkommen. Ehre. Und so klappt das Level dann hier auch. Auf Ehrenbruderbasis. Nice. Nach 3000 Versuchen haben wir es dann jetzt auch endlich mal geschafft. Ich freue mich gerade. Einatmen, ausatmen. Wir haben es geschafft, endlich. Nachdem ich bei Lösungen angeguckt habe, die eigentlich nicht nötig sein müssten. Man muss es halt nur richtig timen. Lakitu, verwechsle dich. Wechsle dich. Verwechsle dich, Alter. Was ist mit mir los schon wieder, ey? Let's go. Mach die... Ach, du heilige Scheiße. I think we need a... Feuerblume. And I think I need Deutschunterricht. Holy shit. Nein! Muss higher sein als er. Das ist ganz wichtig. Komm, Starcoin. Nein! 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 So Leute, ich weiß nicht, wie viel Zeit, wie viel inzwischen umgegangen ist, wie viel ich rauscutten musste. Achten wir jetzt einfach mal nicht, wir achten nicht auf die Zahl von meinem Leben, nein. Da ist doch alles im grünen Bereich. Ey, geh mir aus den Augen. Danke. So, bis hierhin alles gut. Schmut, das ist jetzt hier nicht so toll. Ich ist die gute. Ich hoffe, dass es jetzt die nicht gleich in 4 Sekunden verreckt. Bin so tot. Ich bin vorhin schon einmal so. Oh mein Gott, oh mein Gott. Da war schon. Oha, wenn ich zu. Oh mein Gott. Es war so knapp. Oha. Oha. Also ich bin vorhin einmal schon in dieses riesige Feld, Mordfeld dieser Fuzzies geraten. Ne? Da bin ich dann verreckt. Gerade so. Tick-Tack in der Morgensternfestung. Ja, super. Das ist wieder eine Welt in Lava. Da freue ich mich ja. Richtig! Ich hasse es jetzt schon wieder. Ich hasse es jetzt schon wieder. 4 Leben hat Toadette. Fragt mich nicht, wie ich das innerhalb von einem Part schaffen konnte. Von 33 oder 32 Leben. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf 4 zu kommen. Und ich weiß ja nicht mal, ob ich diesen Versuch hier schaffen werde. Dann sind wir vielleicht nach dem Level hier noch mieser dran. Wer weiß. Bei Ninlix auf dem Kanal ist alles möglich. Merkt euch das. Ob das jetzt unbedingt so gute Sachen sind. Oh, ich bin noch durchgekommen. Aber ich bin klein und was heißt das? Was heißt das? Ich bin klein. Und werde
höchstwahrscheinlich verrecken. Oh mein Gott, ich verrecke nicht. Ich hab's geschafft. Endlich. Feuerwerke. Nachdem ich an diesem Level wieder sonst wie viel Leben verballert habe. Das ist traurig. Das ist so traurig. Ich denke, ich habe wieder sehr, sehr, sehr viel rausgekattet. Ihr werdet wahrscheinlich auch nicht mal mehr das drin haben, wo ich... Sonst kannte ich immer so viel... Aber einfach nur die kompletten Fails cutte ich halt raus. Aber ich lese meistens drin, wie ich so halbwegs das Level erstmal erkunde oder dann rausfinde, so und so geht das und, ne? So, 4. Stern verliehen. Und es müsste dann eigentlich jetzt so gewesen sein, wenn ich an alle Level abgeschlossen habe. Dann, oder? Ich weiß nicht, warte, für was war das denn gerade? Ach, keine Ahnung. Flughörnchenfinale, letztes Level. Eigentlich müsste ich dann jetzt... Was ist das für ein Scheiß? Wollt mich auch verarschen. Also sagen wir so, ich werde vermutlich wirklich nur den ersten Versuch und den letzten Versuch am Ende dann drin lassen. Also vielleicht muss ich hier also gleich wieder cutten. Ich freue mich schon wieder drauf. Tatsächlich, Leute, ich habe es geschafft, wieder zu verkacken. Weil ich weiß gar nicht, wie man an diese Starcoin kommen soll, ohne zu verrecken. Also schnell genug kommen soll. Ich denke, man muss einfach schon richtig früh einfach springen, ja. Werden wir dann gleich sehen. Ich halte mich links. Rechts. Lel. Nein, hier kommt gleich safe eine Starcoin runter. Zum Glück. Aber guck mal, die wäre hier eigentlich noch lange genug gewesen. Jetzt nur noch überleben. Wow. Thank you. Ja. Hallo. Das war dann auch das letzte Mal, bis Mario Maker rauskommt, dass ich an eine Zielfahne springe. Oder das letzte Mal, dass ich an eine Zielfahne in New Super Luigi U oder New Super Mario Bros. U Deluxe springe. Du hast alle Sternmünzen gefunden. Herzlichen Glückwunsch. Du hast den Abenteuermodus abgeschlossen. Super. Dir wurde der 5. Stern verliehen. Jetzt kannst du jedes Toadhaus beliebig oft besuchen. Fragt sich nur, warum ich das machen sollte. Denn ich habe das Spiel zu 100% durch. Mich interessiert es an den Scheißdreck. Oh, wir müssen... Ganz wichtig. Es interessiert mich also relativ wenig, dass ich so wenig Leben habe. Denn wir haben einen goldenen Spielstand. Naja, okay, die Leben sind jetzt nicht Gold. Aber wir haben alle 94 Level, oder alle 94 Fahnen. Ja, ich glaube, dazu gehören dann auch die Secret Exits. Wir haben alles abgeschlossen. Wir haben alles geschafft. Alle Welten abgeschlossen. Stopp, halt. Hallo. Alle 5 Sterne. Dadurch dann natürlich auch alle Starcoins. Alle Secret Exits. Alles. Das Spiel zu 100% durchgespielt. Ich bedanke mich fürs Ansehen dieses LPs vielleicht auch. Vielleicht habt ihr es ja mitverfolgt. Ich denke ja nicht, denn die Videos haben gefühlt 3 Aufrufe. Zwar manchmal auch mehr, aber... Es ist eine traurige Zeit.
Vielleicht seht ihr das Video ja mal irgendwann, wenn ich rich und fame bin. Was habe ich? Okay, Leute, das war's dann mit diesem LP. Es hat mir noch echt Spaß gemacht und ich freue mich auch deswegen echt noch auf New Super Mario Maker 2, genau. Auf Super Mario Maker 2, da es hier weitergeht, weil wir weiter Mario Games zocken können. Wir werden das ganze Jahr eigentlich noch Mario Games zocken mit Luigi's Mansion. Alle drei Luigi's Mansion Teile werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch spielen. Wir werden Mario Maker komplett durchsuchten, ja. Ich werde vermutlich nochmal 3D World und 3D Land dieses Jahr LPen. Also, es wird Mario reich oder Luigi reich bleiben. Luigi's Mansion ist jetzt was anderes, aber es bleibt bei Luigi und Mario meine LPs zu füllen. Lasst ein Like da, Leute, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mich unterstützen wollt. Aktiviert die Glocke, damit ihr dann die Videos nicht mehr verpasst, denn dafür ist ein Abo da, ja? Ihr versteht schon. Danke fürs Ansehen dieses LPs. Es hat mir wirklich... Ich möchte mal sagen, es hat mir sehr Spaß gemacht. Auch wenn ich schneiden muss wie Scheiße. Es lange dauert aufzunehmen. Man sieht es ja daran, wie viel Leben ich jetzt nur noch habe. Es dauert manchmal wirklich unglaublich lange. Und ja... Deshalb bin ich jetzt auch eigentlich froh wieder, hier mit dem 20. Part und auch den letzten Part von dem ganzen Projekt New Super Mario Bros. U Deluxe abzuschließen, denn dazu gehört New Super Luigi U ja auch noch, das war ja in einer Packung und dies ist alles auf derselben Karte. Das komplette Projekt, das war für mich ein größeres Projekt, sagen wir so, haben wir jetzt endlich abgeschlossen. Ich muss jetzt gucken, wie ich weiter Videos machen soll. Eben ist, ja, okay, warte, wir müssen ja noch Yoshi zu Ende let's playen, also... dann drücke ich jetzt endlich auch mal auf Aufnahme stoppen, damit ich weiter mit Yoshi machen kann. Ich hoffe, ihr habt abonniert, Like da gelassen und Glocke aktiviert, sonst kriegt in ein paar Tagen oder vielleicht noch diese Nacht ein Anske oder ein Hübi unter eurem Bett hervor, ja? Also, macht das, ihr Söhne. Bis zum nächsten LP. Ciao.